In Weiß sieht er viel kleiner aus, muss ich sagen. Also irgendwie ist das so eine optische Täuschung. Ein 6,40 Meter Caravan, man erkennt es an den gelben Seitenleuchten, die Positionsleuchten, die ja Pflicht sind. Die 2022er Modelle mit neuem Cockpit, Fiat Ducato 8. Aus Spaß habe ich in der Messe immer 9 gesagt. In der Hoffnung, es merkt keiner. Das haben dann doch ein paar Leute gemerkt. Aber der 8er ist natürlich vom Cockpit schon ein Gamechanger, war auch wirklich überfällig. Also sag mal so, das Thema Cockpit war ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, also das zum einen, und der Fiat Ducato hat dringend eine Modellpflege gebraucht. Gibt ja auch mittlerweile, ich sag mal, Wettbewerbsprodukte, die einen relativ guten Job machen. Und da hat Fiat schon so ein bisschen im Zuchtzwang gestanden. Und hier hat man jetzt auch einige Sachen umgesetzt, die dem Auto echt gut tun. Ja, es gibt eine komplett neue Frontmaske. Wer es also ganz wild haben möchte, gibt es einen Hersteller, da ist er denn gar nicht mehr zu erkennen. Da sieht er aus wie ein uralter Citroën. Hast du das schon mal gesehen? Das habe ich auf der Messe gesehen, da stand so ein Fahrzeug. Da stand so ein Fahrzeug, also kostet 24.000 Euro. Da kannst du den umbauen lassen als alter Citroën. Ja. Und an der Seite mit Riffelblech, mit allem drum und dran. Ziemlich heiß. Sieht cool aus, aber 24.000 Euro ist natürlich auch eine Nummer. Aber Komm, für dich? Ja, so als Joker. Jetzt gerade. Für mich wäre es verdammt viel Geld. Für dich ist es auch kein Thema. Ja, stimmt. Power bedeutet, da ist der große Motor drin, 160 PS? Der hat die 160 PS Maschine. Das ist der große schon, oder? Nee, der gibt noch 180. 180, so. Die 160er, sagst du aber, die fühlen sich ganz anders an. Drehmoment wurde gesteigert? Genau, die haben jetzt einen ganz anderen Drehmomentverlauf. Das Drehmoment liegt viel, viel früher an, als wie bei den in Anführungszeichen alten Motoren. Und das Drehmoment ist nochmal um gut 20 Newtonmeter aus dem Kopf, glaube ich, ist es nochmal gesteigert worden. Also der geht jetzt mit den 160 PS und der ging vorher schon gut, geht der richtig voran. Hast du schon mal einen erwischt, der auf einem normalen günstigen Kastenwagen sich so einen Malibu-Aufkleber draufgeklebt hat? Hast du schon mal gesehen? Nee, bis jetzt noch nicht. Ihr verkauft die nicht einzeln, ne? Die kannst du ganz normal bestellen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber die kann man ja auch so bei jedem, der Folien macht, kann man die drucken lassen. Also im Internet die Vorlage runterladen und dann kannst du die drucken lassen. Ich hatte früher mal einen Ford Fiesta, habe ich immer XR2 draufgeschrieben. Echt? Ja, war leider nur 0,9 Liter. Aber ich hatte damals das Bedürfnis, doch etwas größer da zu sein als... Mich wundert, dass du nicht V8 draufgeschrieben hast. Ich war 18 und ich wusste es nicht besser. Wir waren jung und wussten nicht, was wir taten. Aber die Stahlfelgen sind dabei, Serie? Das sind keine Stahlfelgen. Das sind Aluminiumfelgen und die sind nicht serienmäßig. Die kann man entweder als Einzeloption kann man die ordern oder halt, wenn man das Style-Paket ordert, da sind die in dem Style-Paket mit drin. So, der hat jetzt die ganz neue Steuerung. Zeig mal bitte, mal aufmachst, AdBlue. Ich will jetzt da nicht drauf eingehen, was früher vielleicht mal gewesen sein könnte, sondern die erfüllen jetzt jegliche Normen der deutschen Welt und der europäischen Welt. Ja, das tun die. Ich bin mir da sehr sicher, dass sie das tun, ja. Sehr schön, damit haben wir das Thema abgefrühstückt. Man sieht hier sehr schön das Thema Privacy-Verglasung. Jetzt scheint die Sonne wirklich von der anderen Seite volle Lotte rein. Krass, ja, die steht ja auch relativ tief. Und trotzdem kannst du immer noch nicht richtig reingucken. Nee, das ist so. Also ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Jetzt gerade bei dem weißen Auto mit den schwarzen Fenstern oder mit den dunklen Fenstern ist der Kontrast sehr schön. Also ein weißer Malibu gefällt mir auch sehr gut. Ja, weiß hat den Vorteil, die sind echt gut isoliert, aber das Ganze ist im Sommer natürlich noch mal etwas besser, was das Thema Wärmeeinstrahlung angeht, als ein schwarzer. Wir haben das tatsächlich mal gemessen, weil ich habe ja einige Malibus selber gefahren und die waren immer schwarz. Und jeder hat gesagt, boah, der heizt sich da auf im Sommer wie verrückt. Und wir wollten das einfach mal wissen. Wir haben zwei Fahrzeuge über Nacht bei uns in die Halle gesetzt, dass die gleiche Temperatur haben. Haben die morgens früh rausgefahren, Thermometer reingemacht. Und nach 4 Stunden war die Temperatur bei beiden Fahrzeugen bis auf 4 Grad exakt gleich. Das heißt, der schwarze war um 4 Grad im Innenraum wärmer. Das ist nicht so eklatant viel mehr. Nein, ich meine, im Winter habe ich ein wärmeres Auto. Ach so, du bist jetzt wieder im Winter unterwegs. Ja. Okay, ich war jetzt im Sommer. So, ich zeig's mal gerade. Multifunktionslenkrad können wir gleich mal von eben, von drinnen zeigen. Das neue Cockpit fühlt sich auch ein bisschen mehr so, ich sag mal, das sind die neuen Formen. Etwas runder, etwas gefälliger. Also, was ein Riesensprung nach vorne ist, jetzt fangen wir erstmal mit dem Lenkrad an, weil das halt den ganzen Tag in der Hand. Das ist ein Lederlenkrad. Das hat eine super tolle Optik. Ist auch hier ergonomisch geformt. Da habe ich so Griffschalen, sage ich jetzt mal, drin. Es gibt da kein Kunststofflenkrad mehr. Also, das Auto hier hat jetzt kein Kunststofflenkrad. Und die Malibus, die wir haben alle
alle kein Kunststofflenkrad drin. Thema Drehschemel, das ist immer so ein Schwachpunkt im Bereich Knarzen während der Fahrt. Da habt ihr gute Drehschemel, die nicht knarzen. Also ich kenne die in der Kurve, wenn du hängst und ich habe das mal ausprobiert. Also sie sind wirklich gut und leicht zu bedienen. Das können wir gleich mal im Innenraum zeigen. Also so ein Quietschmäuschen haben wir jetzt da nicht drin in den Drehschemel. Das sind ja im Grunde nur zwei Platten, die aufeinander laufen. Ja, ja. Kugeln da drin und unten drunter kann man die halt auch dementsprechend einstellen. Das heißt, die werden mit den Jahren irgendwann mal logischerweise mehr Spiel bekommen, aber das kann man einfach nachstellen. Das ist also für jeden Kastenwagennutzer selber zu machen. So, viele machen Sitzbezüge auf die Sitze drauf. Mhm. Das kann gut sein, es kann gut gemacht sein. Ja. Oft ist es gut gewollt und nicht gut gemacht. Ja. Ihr bezieht die komplett neu bei Karthago. Genau, wir können also die Sitze, wenn einer jetzt sagt, oh Mensch, in der Polsterwelt von Malibu, da ist jetzt nichts dabei, was mir gefällt, oder mein Auto hat jetzt halt die Polsterung sind abgenutzt, dass es ein älteres Auto ist, wir können die komplett neu beziehen. Wir haben eine sehr, sehr gute Ledermanufaktur oder Sattelmanufaktur gleich hier im Ort. Leder geht auch. Leder geht auch. Also es geht, ob man das jetzt haben möchte, mit Rautensteppung oder halt wie jetzt hier mit diesen Flocken halt, mit Kehlernahten drin, mit Kontrast. Nähten drin. Also da können wir wirklich absolut alles machen. Also Maybach geht auch, wenn ich das will. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe bei mir im Wohnmobil habe ich das Leder von einem Bentley drin, weil es ein super tolles Leder von der Haptik her ist. Das fühlt sich super klasse an. Ist ein Tacken teurer als wie eine Lederausstattung, die man ab Werk bestellt, aber nicht so viel teurer. Das ist absolut ein tolles Verhältnis. Was ziemlich cool ist, ist die Remis-Verdunklung, die nicht links aufbaut, nämlich gar nicht. Die kannst du einfach rausziehen und die kannst du auch genauso schnell wieder reinziehen. Du hast meine gesehen. Ganz genau. War ein bisschen, sag nichts. Nee, und das ist ziemlich cool. Und das gleiche an der Seitenscheibe. Ganz genau. Also das ist ja wirklich jetzt hier mit einem Handgriff zu machen, auch an der Seitenscheibe. Also das mache ich mit zwei Fingerchen. Das geht quasi fast von alleine, auch wenn ich das wieder zurückklappen möchte. Thema Sicherheit. Also wir sprechen hier quasi über einen voll integrierten Metallwagen, bei dem ja der Wagen selber an den strukturellen Punkten nicht geändert worden ist. Das heißt, also kommt es zum Crash, fliegt hier nicht der ganze Aufbau weg, wie man das leider auf manchen Polizeifotos sieht. Man sagt ja, man soll nicht im hinteren Bett schlafen, das soll man hier auch nicht. Aber die Sicherheit während der Fahrt. Aber die Sicherheit in so einem Kastenwagen ist genauso, wie der Kastenwagen kam. Das ist ja kein Kunststoffaufbau, der oben drauf ist. Genau, das sind die Crashtests, die jetzt jeder Hersteller ja mit seinen Produkten im Regelfall macht. Also Kastenwagen her, also jetzt. Ja, Kastenwagen, also ja, jetzt nicht Malibu oder wie sie alle heißen, sondern ich meine jetzt Fiat, Mercedes etc., die machen ja ihre Crashtests und das ist dann der original Kastenwagen, der auch genau diesen Sicherheitskonzepten halt dementsprechend... Ist das ein Argument für einige, die sagen, das ist ein sicheres Auto beim Überschlag oder so oder wenn es mal wirklich zum großen Crash kommt? Ganz ehrlich, also ich habe das noch nicht in den Verkaufsgesprächen oft gehört, super, super selten, dass einer nach dem Thema Sicherheit oder Crashtest oder sowas fragt, wundert mich eigentlich so ein bisschen... ist beim Reisemobil irgendwie nicht das große Thema. Man beschäftigt sich da ungern mit Unfällen. Weil die voll integrierten, also die jetzt nicht, ich sag mal, mit Sandwich und was weiß ich gebaut sind, fliegen ja teilweise schon mal gerne weg, weil alles ja auf Leichtbau ist, muss man sagen. Das hier ist jetzt auch Leichtbau, muss man sagen. Also wo du das gerade ansprichst, hinten habe ich ein Gebrauchtfahrzeug stehen, das ist ein Kundenfahrzeug, das ist ein Highliner. Da ist im Stauende ein LKW draufgefahren. Hast du den hier? Ja, den darf ich mal sehen? Den können wir uns gleich... Da machen wir ein extra Video. Genau, da machen wir ein extra Video, den können wir uns gleich mal angucken. Natürlich ist der anständig verformt, aber wir reden von einem LKW, ein 12-Tonner, der da drauf gefahren ist. Und die Leute sind da ganz normal ausgestiegen. Da gehen noch alle Türen, alle Klappen gehen an dem Auto auf, außer jetzt die Heckklappe. Haben es gemerkt eigentlich, dass er aufgefahren ist? Ja, es hat kurz gerumpelt. Man dachte, es wäre eine Fliege. Aber es war nichts. Die hatten jetzt keine Gehirnerschütterung, kein gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Und das Auto ist sogar noch reparabel. Zumindest laut Gutachter. So, sehr schön. Denn wichtig ist, da immer einen Gutachter zu Rande ziehen. Ja, unbedingt. Ihr habt sollten auch wirklich Leute sein, die sich mit dem Thema Reisemobil auseinandersetzen und sich damit auskennen. Und da sollte man, wenn man als Kunde tatsächlich mal so ein Ereignis hat, da sollte man wirklich drauf achten. Ich meine, im Schadensfall, wenn ich selber Geschädigter bin, also als Drittgeschädigter, habe ich ja die Möglichkeit, meinen Gutachter zu wählen. Das sollte man dann auch machen und sich wirklich fachkundige Leute holen. Wohnmobilspezialisten. Die wirklich, also nicht nur auf einer Visitenkarte stehen haben, die auch wirklich in der Branche einschlägig bekannt sind. Das ist ganz
ganz wichtig. Ja, ich kenne da einen, also da gibt es teilweise ganz witzige Unfälle, gerade so Eckanstöße, ja. Totalschäden, wo du dann, die von außen so nicht zu sehen sind, wo der eine denkt, oh, ist ja nichts dran, in Italien vielleicht mal kurz, komm, ich gebe dir 1000 Euro, ja. Nicht machen. Nee, nicht machen, ganz sicher nicht machen, ja. Okay, ich zeig's mal. Also wir sind hier im Malibu 640 LE Diversity Car. K steht für? K steht für den Kompressor-Kühlschrank oder für Kühlschrank. Sag's mal, der ist nämlich hier drin. Genau. Ja, wir können warte mal, ich gehe mal kurz rein. Der hat nämlich diese ganz tolle Raumaufteilung. Das ist ein Diversity. Der mach mal bitte die Tür zu, sei mal so nett. Diese Tür? Wegen der Sonne. Okay. Das war ganz kurz mal sehen. Fürs Filmen. Der Diversity hat ja diese offene Blickachse von vorne nach hinten, weil eben der Kühlschrank nach unten gesetzt ist. Und das ist ein Kompressor-Kühlschrank, wie du hier siehst. Und hat ganz ehrlich, dieses offene, das hat was. Gibt dem Auto natürlich unglaublich viel Raum. Ne? Ich habe hier oben nochmal schöne Ablagefächer, habe hier Multifunktionsschränke, wo ich allerhand mitmachen kann, große Schubladen in dem Fahrzeug drin. Also dieser Diversity, das wird auch ganz sicher ein Renner werden, so wie jetzt der RB ist letztes Jahr auch schon geworden ist. Diversity als 640, der Vorteil ist Längsbetten. Mhm. Wir sehen uns gleich mal an, ein Stauraum, den du wirklich teilweise beim Vollintegrierten nicht hast, wo du also hingehst und das Ganze... Equipment, was du teilweise ganze Koffer kannst du hier unterbringen. Du hast Kleiderschränke hier drin. Du hast ein Raumbadkonzept. Also ist es wirklich so, klar, das klingt jetzt wie Werbung, aber ich habe schon so viel Sachen gesehen, wie man so einen kleinen Kastenwagen einfach so voll machen kann, dass du dich nicht mehr drehen kannst. Ja. Jetzt sag nichts. Ich hatte gestern mit jemandem gesprochen, der hatte einen solchen Kastenwagen. Also es ist wirklich phänomenal. Das Auto gibt es ja als 600er Diversity. Wie viel Platz, Stauraum und vor allen Dingen praktischen Nutzen ich in so einem Auto drin habe. Wir zeigen das mal ein bisschen. Ja. Da wäre jetzt der Fernseher normalerweise und da sagst du, man kann es wieder zurückbauen. Ja, das geht, aber hinterbleiben halt die Spuren dann durch die werkseitige Einbaugeschichte. Man könnte ja so eine Platte drunter machen. Das geht, also wie gesagt, wir haben das schon zurückgerüstet für den einen oder anderen Kunden, aber generell die meisten gehen tatsächlich mit TV-Gerät raus und dann ist man das wieder aufwendig am Wegbauen. Ne? Okay, ich zeig mal. Also das wäre aber auch kein Problem. Man kann hier auch, ich sag mal, eine Halterung einbauen, dass zum Beispiel ein Tablet einfach mit Magnet dran gepappt wird. Das geht. Machen ja viele mittlerweile. Ja. Das geht auch. So, kommen wir zu den Sitzen. Genau, also die Sitze sind leicht angeschrägt. Das ist, glaube ich, auch so ein kleines Muss, wenn du auf langen Reisen unterwegs bist. Die sind nicht gerade. Genau, die sind also wirklich ergonomisch geformt. Ich sitze da vernünftig drin. Ich habe einen vernünftigen Sitzkern da drin. Lass mich gerade mal rein, bitte. Der sich nicht durchsetzt, wenn ich da drin sitze. Das heißt, ich sitze hier wirklich vernünftig. Meine Wirbelsäule wird hier vernünftig abgestürzt. Und ich habe hier eine gescheite Sitzposition. So, ich zeig mal gerade, wenn jetzt die kleine Pia käme, neben dir die Reise nach Portugal antreten würde. Kann die gerne machen. Kann die gerne machen. Wird aber eng. Ja, aber es ist doch schön, wenn es eng ist. Nein, es ist doch wunderbar hier. Also ich denke mal, ich bin ja nun mal jetzt mit 105 Kilo jetzt nicht so der absolute Normmann, aber hier neben ist ja noch anständig Platz und ich habe ja hier auch noch an der Seite. Du weißt, auf was ich hinaus will. Das ist eigentlich das perfekte 2- bis maximal 3-Personen-Fahrzeug. Für 2 kleine Kinder wird es auch noch gehen, aber die könnten ja schon kaum noch schlafen. Das ist ja ein 2-Personen, eigentlich der perfekte 2-Personen-Grundriss. Also der Grundriss hier wäre für mich klassisch für 2 Personen. Es gibt die Möglichkeit, hier eine umbaubare Schlafsituation draus zu bauen. Mit, ich sag mal, wenigen Handgriffen, ist aber jetzt nicht eine Sache, wo ich unbedingt empfehlen würde. Wenn einer 2 Kinder hat oder ein Kind hat, ist natürlich jetzt der Family for Four mit dem Hybriddach ist natürlich ein Auto, was ganz weit vorne ist, weil ich dann wirklich 2 separierte Schlafräume habe. Ne? So, komm, wir zeigen mal ganz kurz das Cockpit. Hier schön, das ist das Original-Navi von Fiat. Nein, das ist das Haien hier. Habe ich doch schön anmoderiert, oder? Frage, warte, ich zeig's mal gerade. Das Original-Navi hat aber einen ähnlich großen Bildschirm, der ist genau, der ist, glaube ich, exakt gleich. Ich weiß gar nicht, ob das 10,1 oder andere 10,2 Zoll. Also einigen wir uns einfach auf 10 bis 10,5 Zoll groß. Also der Bildschirm ist ähnlich groß. So, das neue Lenkrad. Hier haben wir Schaltgetriebe drin. Genau. Es kommen ganz viele Automatik jetzt. Ja, eigentlich fast nur noch ausschließlich. Also die erste Charge, die hier steht, sind Schaltgetriebe. Es gibt ja auch Leute, die wollen schalten. Deswegen habe ich da kein Problem mit. Mir ist viel, viel wichtiger, sehr früh Fahrzeugbestand zu haben, den man zeigen kann. Das ist viel wichtiger, dass man auch mal das Cockpit in die Hand nehmen kann. Ja.
Das Lenkrad, die Servolenkung, geht die leicht? Sehr leicht, ja. Mhm. Okay, absolut. Also bei vielen gibt es noch eine Extra-City-Schaltung, der hat eine Bergabfahrhilfe. Genau. Das ist ganz praktisch. Also wenn du jetzt runterfährst, die bremst automatisch. Ganz genau. Bei einer gewissen Geschwindigkeit kannst du einstellen, dann bleibt er bei dieser Geschwindigkeit konstant. Braucht man eigentlich sich jetzt nicht weiter darum zu kümmern dann. Mhm. So, Klimaautomatik. Automatik hat er drin, richtig. Und wie du schon gerade gesagt hast, Schaltgetriebe hat dieses Fahrzeug. Ja, 6 Gang sogar. Das heißt, ja. der bollert jetzt nicht mit 4000 Umdrehungen bei 110, sondern... Nee. Also der ist von der Drehzahl und vor allen Dingen von dem Geräuschpegel, der im Auto dann herrscht, vom Motor her, ist der schon sehr angenehm. So, Multifunktionslenkrad, Tempomat immer, oder? Tempomat ist immer drin, ja. Mhm. Gut, okay. Abstandstempomat, Spurhalteassistent, am besten sich da mal mit der Preisliste von Fiat auseinandersetzen. Dann hat man aber, ist man teilweise schon bei 23, wenn man individuell ordert, oder? Ja, nee, das ist nicht so. Es gibt gerade eine Neuerung, ich muss das nochmal genau nachlesen, es ist ganz, ganz frisch gerade, dass tatsächlich dieses Fahrassistenzsystem, so wie ich es mal in einem Video angekündigt habe, Modellneuheiten 22, gar nicht mehr lieferbar ist aufgrund dieser Pandemie geschuldeten Situation. Das Fahrassistenzsystem, so wie man es aus dem Modelljahr 21 kennt, ist aber nach wie vor noch verfügbar. Also das heißt, wenn man das jetzt ordert, dieses... Also der aktive Lenkassistent. Ganz genau, das ist dann eben nicht der Fall, sondern es ist das Paket, was eben 21 schon auf dem Markt gewesen ist und natürlich auch dann für diesen Preis und nicht für den Preis, den jetzt das komplette neue Fahrassistenzsystem gibt. Sag mal, alles, was so im Innenraum, so Gadgets und so weiter, die ich auf Fiat-Basis habe, wie zum Beispiel Verdunklungssysteme, die passen alle noch, wenn ich so Thermoverdunklungen kriege und so. Absolut. Das passt auch außen. Es hat sich ja karosseriemäßig eigentlich nichts geändert. Ne? Von außen ist ja die Modellfliege äußerst moderat ausgefallen. Die Scheinwerfer haben einen etwas anderen Look bekommen. Da muss man aber schon ganz genau gucken, um den Unterschied festzustellen. Das Soundsystem ist cool geworden, weil die Tweeter sind jetzt oben, die Hochtöner. Okay. Das fällt mir direkt auf, weil und das Ganze ein bisschen automotiver. Airbag natürlich jetzt auf der Beifahrerseite. Ja, war vorher auch schon so. Okay, super. So. Komm, wir gehen mal kurz. Sollen wir rausgehen und nach hinten gehen wir. Also ich wollte hier noch gerade zeigen, dass wir den Tisch eben nach vorne gehen. Ich habe hier die Möglichkeit, mit einem Griff auch den Stauraum unter der Sitzbank zu nutzen. Da ist dann hinten links nochmal eine Ecke, da kann man die Sachen reintun, wenn man die nicht so häufig braucht. Oder nutzt die für Zusatzeinbauten, die man irgendwann mal in der Nachrüstung ins Fahrzeug unterbringen möchte. Dann habe ich hier nochmal eine riesengroße Schublade, wo ich allerhand nützliche Sachen einbringen kann. Okay. Camper. Ja. Normalerweise ist hier die Heizung verbaut bei ganz vielen oder der Wassertank. Das ist so, ja. Das ist so. Und dieser Raum ist der wertvollste Raum von allen, weil du da nämlich drankommst. Ich zeige es mal gerade. Wenn du hier jetzt im Eingang stehst, hier ist jetzt die Kücheneingang, genau. Da kannst du zum Beispiel auch die Schuhe reinmachen. Wenn du da jetzt, ich sag mal so, Material reinlegst, was das Wasser ein bisschen ab kann. Ja. Also ich sag mal, ich würde jetzt nicht unbedingt die Schuhe da reinmachen. Ich würde tatsächlich eher Küchenutensilien unterbringen. Meine Frau, die hat sogar schon mal einen Thermomix mitgenommen. Der passt da ideal rein. Ich würde... Aber jeder, wie er will. Ja, jeder so, wie er möchte. Also das sind ja Stauräume, die sind ja nicht vordefiniert, was man da rein tut. Aber Schuhe würde sich jetzt für mich dieses Fach eher anbieten. Das steht von alleine? Ja, ich kann das loslassen. Gut. Das steht von alleine und das ist ja wirklich ein Riesenfach mit einer Riesenklappe, wo ich auch wirklich in alle Ecken rankomme und nicht irgendwo da reingreifen muss ins Unbekannte. Großes Kino. Was wirklich toll ist das Thema, ich sag mal, Energiekonzept, Heizungskonzept. Ihr habt euch direkt für eine Truma 6 entschieden. Genau. Sie ist ja nicht viel teurer, aber viele sagen, naja, die 4er langt. Die hat aber einen Vorteil, eine 4er würde langen. Aber was hätte die für einen Nachteil? Ja, also klar, wenn ich mit der 4er arbeite, weil die eine geringere Heizleistung hat, muss ich natürlich mit einer höheren Strömungsgeschwindigkeit arbeiten, um die warme Luft auch in den Innenraum zu bringen, um das Fahrzeug auch auf die eingestellte, am Kombi-Instrument eingestellte Temperatur zu bringen. Und bei der Truma 6 ist die Wärmeentwicklung der Heizung eben so stark, dass ich mit einer geringeren Strömungsgeschwindigkeit arbeiten kann und erreiche A, viel schneller meine eingestellte Temperatur und dann fährt die ja runter in einen ganz leisen, ich sag jetzt mal, Betrieb, dass der Lüfter nur da so ganz leicht bläst. Ladebooster, oft ist ja Euro 6 das Problem, werden keine Ladebooster mehr verbaut. Wie macht das Karthago? Also es ist ein Ladebooster in den Fahrzeugen drin. Wenn du mal kurz erklärst, was es ist. Der Ladebooster sorgt für eine konstante Ladeleistung für die Batterien bei den Fahrzeugen, weil oftmals ist es ja so, durch die Abgasnormen, die Fahrzeuge heute haben, während der Fahrt wird die Lichtmaschine abgeschaltet, die läuft zwar mit, erzeugt aber keine Energie mehr, weil
weil das Steuergerät im Grunde genommen sich nur nach der Starterbatterie, also die vom Fiat halt ist, orientiert. Und wenn die nun mal voll ist, braucht die Lichtmaschine keine Leistung mehr zu bringen. Das spart Sprit und damit auch Kraftstoffemissionen. Und dann könnte es sein, wenn vorne die Batterie geladen ist und hinten die im Aufbau sind, im Grunde genommen noch leer oder nur halb geladen, dass die eben keine Energie mehr bekommen, weil sie einfach im Schatten der der Starterbatterie stehen. Und deswegen Ladebooster, der führt dann quasi Energie an der Starterbatterie vorbei und pumpt mir die Aufbaubatterie. Also die simuliert quasi einen dicken Verbraucher wie eine Lampe oder irgendwas. Zum Beispiel, so dass das trotzdem noch Leistung nach hinten gebracht wird. Lithium, klär mich auch da mal auf. Mhm. Also viele haben ja AGM verteidigt bis aufs Blut, bis sie dann gemerkt haben, okay, die Kunden wollen denn doch Lithium. Hast du viele Lithium-Ausstattungen mittlerweile? Also mittlerweile haben wir sehr viele Lithium-Ausstattungen. Lieber Sven, du hast da eine kleine Spinne. Ich weiß nicht. Ich such die schon die ganze Zeit. Ich mach's mal ausnahmsweise weg. Okay, ich habe einen Mann angefasst. Okay, nein. Nee, ich suche die ganze Zeit. Ja, genau, da war eine kleine Spinne. Die ist jetzt auf dir, warte mal. Ja, ist klar, komm da auf. Hör auf! Nee, warte, ich zeig's dir. Da ist sie. Nein! Doch? Du lügst. Da oben, du kannst dir später ein Video angucken. Ja, der ist. Der Sven lügt. Also das Thema Lithium, das war schon immer ein Thema, seitdem es diese Technologie gibt, ist natürlich auch einzigartig. Halbes Gewicht an Bord und damit doppelte Leistung. Da gibt es kein Argument dagegen, außer der Preis. Und der Preis wird mittlerweile immer moderater. Klar, je länger die Technologie auf dem Markt ist und je öfter sie gebaut und verkauft wird, je günstiger wird auch der Preis. Also langsam kommen wir in einen Bereich, wo ich sage, Lithium ist schon eine Sache, wo man ernsthaft drüber nachdenken sollte. Sie ist übrigens jetzt hinten bei dir, die rübergekrabbelt. So, komm, wir zeigen mal was Tolles. Okay. Das ist jetzt welche Stilwelt hier verbaut ist? Lass mich gerade gucken. Das ist Sherry Style ist das. Ganz also genau. Helles Holz. Helles, genau, da ist der Creme-Anteil in den Möbelklappen ist relativ hoch gehalten. Ich habe hier nur so ein bisschen vom Holz zu sehen. Und hier unten drunter habe ich dann eben auch wieder in Cremefarben ablackiert. So habe ich im Grunde genommen einen sehr schönen, hellen und modern wirkenden Innenraum des Fahrzeugs. Ne? Ja, das Fahrzeug ist sehr einfach zu bedienen, sagst du. Das Fahrzeug ist sehr einfach zu bedienen, ganz genau. Ich habe hier mein Kontrollpanel, halt, in dem ich alles abrufen kann, also auch Flüssigkeitsstände und Batteriezustände. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite habe ich das Panel von der Truma 6 halt dran. Ja, das ist übrigens eines der meist verbauten Elektromodule überhaupt in dem Fiat Ducato, weil es passt genau unter dem Fahrersitz. Mhm. Und ich glaube, es ist das meist Verbaute. Also wenn irgendwas kaputt geht, ich glaube, das ganze Auto wird zerstört, die Elektrobox geht immer noch. Ja. Das denke ich auch, ist ja fast überall drin. Ne? Fast überall drin. Ich zeig mal, das ist jetzt mal eine Besonderheit. Dieser ganze Küchenblock ist nicht gerade, der ist so angeschrägt. Ja. Genau, der läuft so ein bisschen konisch zu, damit ich eben, wenn ich jetzt nach draußen gehen möchte, hier einen etwas bequemeren Durchgang habe, nach vorne zur Schiebetüre. Deswegen läuft das hier so ein bisschen weg. Ich habe hier zwei Flammenkocher drin, mit einem Piezo-Zünder, kann auch vernünftig große Kessel oder Pfannen halt dementsprechend runterstellen. Habe meine Spülenabdeckung, wo auch nochmal gleich ein Schneidebrett mit integriert ist. Und habe die Wasserversorgung läuft hier bei den Fahrzeugen über eine Tauchpumpe, den Mikroschalter hier drin hat, so dass ich dementsprechend auch einen relativ geringen Wasserverbrauch habe. Eine Tauchpumpe, ich habe es eben nochmal, du hast es gesagt, der Wasserverbrauch ist ganz wesentlich. Also viele sagen, ach, eine Tauchpumpe, ich nehme eine Druckwasserpumpe. Er kann sie ja nachrüsten. Ich wollte gerade sagen, die Druckwasserpumpe, klar hat die natürlich Vorteile, aber ich habe auch definitiv einen höheren Wasserverbrauch. Viel höher. Also ich habe jetzt gerade mit 80 Liter kam ich jetzt 7 Tage zurecht, war in Bern und bei dir. Okay. Und es hat wirklich einwandfrei funktioniert. Und geh mal gucken im Spiegel. Oben am Kopf. Siehst du? Tatsächlich, ich habe wirklich die Spinne da. Du hast nicht gelogen. Ah, bitte nach draußen, nicht töten. Ich töte die ja nicht. Ich setze sie hier ins Waschbecken. Ja, mach das. Ja. So. Ganz toll. Gut. Jetzt ist sie, da habe ich sie. Der Vorteil ist, du hast noch Haare. Ich habe sie direkt gemerkt. Weil. Okay. So, komm, weiter. Wir sind jetzt zum Spaß hier. Ich habe gedacht, du veräppelst mich. Nein. Mit der Spinne. Wie kam die denn von dir zu mir, Mensch? Das war, nee, ist nicht dieselbe gewesen. Ich zeig mal so Kleinigkeiten. Ja. Ihr seid Steckdosen-Weltmeister. Ja. Trotzdem kann man nicht genug haben. Ja, bitte, bitte sagen. Steckdosen hast du immer zu wenig. Es gibt auch ein sogenanntes Steckdosenpaket, was man dazu ordern kann. Meine Empfehlung ist für das Geld, das auch immer mit dazu zu nehmen. Ich bin der Meinung, Steckdosen sind die. Man kann die nachrüsten. Also ja, man kann die auch nachrüsten. Nicht an jeder Stelle, aber an fast jeder Stelle kann man eine Steckdose, da wo der Kunde sie braucht, nachrüsten. Kannst du die
5-Volt-Adapter, die USB-Adapter. Kannst du die stromlos schalten auf Wunsch? Weil viele Kunden legen da Wert drauf. Gibt Schalter dazwischen. Ja, natürlich geht das, klar. Weil die doch teilweise sehr viel Strom verbrauchen. Ja, das haben viele. Das heißt, ihr habt ja Elektriker bei euch, habt Möbelbauer bei euch. Wenn jetzt ein Kunde sich ein bisschen auskennt, sagt, will Lithium haben, will Solar haben, will ein Max-Event, will einen fetten Ladebooster reinhaben von Victron. Der darf mit den Wünschen zu uns kommen, wir können das auch umsetzen. Gerne umsetzen. Was aber nicht geht, ist, er kann nichts mitbringen. Das hat, glaube ich, irgendwelche Garantiegründe, die ihr habt, oder? Ja, ganz genau. Wenn der Kunde ein Teil mitbringt, müssen wir ja nach den europäischen Garantiebedingungen, müssen wir auch Garantie dafür übernehmen. Könnt ihr das vorbereiten, dass ihr zum Beispiel alles fix und fertig macht? Ja, theoretisch geht das. Okay, verstanden. Also das heißt, also am besten mal mit dir reden, was geht und nicht geht. Ja. Ihr seid ja ein zertifizierter Carthago-Händler. Das heißt also, die Fahrzeuge haben, die haben, glaube ich, 15 Jahre Garantie, wie bei Porsche, approved, oder? Ja, ja, klar. Lebenslange. Lebenslange. Produkthaftung. Nein, erzähl mal, was die Garantie? Also bei den Vans gibt es 2 Jahre Garantie, ganz normal drauf, also auf Chassis und auf jedes Einbauteil, was im Fahrzeug drin ist. Und bei den Carthagos ist es eben genauso. Mhm. Und auf die Dichtigkeit bis zu 10 Jahren. Muss ich bei der Beweisumkehr jedes Mal mit dem Anwalt bei dir kommen, wenn ich sage? Unbedingt. Deswegen studiert meine Tochter Jura. Die ist zum Glück bald fertig. Dann habe ich nicht so hohe Anwaltskosten. Nein, aber ist ja so. Spaß beiseite, die studiert wirklich Jura. Aber genau, wenn du es mal kurz erklärst. Ja, also das Thema 2 Jahre ist ja oft so, viele machen ein halbes Jahr, ein Jahr und dann wird es ganz schwierig nach dem Ablauf von einem Jahr. Ja, ist ja alles Blödsinn. Ich sage mal, es gibt immer wieder mal Probleme und dann muss man mit dem Kunden zusammen sprechen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich bin immer an einer kaufmännischen und an keiner juristischen Lösung interessiert, weil das bringt ja am Ende des Tages alles gar nichts. Die Fahrzeuge haben 2 Jahre Garantie. Ich bin, ich sag mal, Anwalt des Kundens und der Kunde zahlt ja mich. Ich bekomme mein Geld vom Kunden und nicht von Carthago. Ich bin Kunde bei Carthago und Malibu und der Kunde ist Kunde bei mir. Deswegen ist es mir ganz wichtig, wenn der Kunde wirklich eine Reklamation hat, die gerechtfertigt ist, dann bin ich für den Kunden da oder die Marine Caravaning. Ich selber jetzt dann stehe da nicht so weit im Vordergrund. Die Marine Caravaning dafür da. Und wir vertreten die Interessen des Kunden beim Hersteller und nichts anderes. Also wir blocken das nicht. Aber wir kriegen ja Garantieleistung bezahlt. Das ist ja für uns auch im Grunde mal, ein Profi-Center. Und ich frage mal aus Erfahrung. Sind seltsame Spaltmaße, die wirklich abnorm sind? Da habe ich einen Händler gehabt, will jetzt keinen Namen nennen, mit 5 Buchstaben. Könnt euch ja überlegen, was spielt ja keine Rolle, ein Hersteller. Okay. Der hat gesagt, das wäre normal. So, und da war wirklich oben die Dusche war 1,8 cm auseinander und unten waren es 0,5. Und da hat der Kunde dann gesagt, naja, das hier ist ja nicht normal. Er hat alle anderen angeguckt, die waren nicht so. Ja. Ist das ein Thema Spaltmaße überhaupt und Verarbeitungsqualität bei Carthago? Also Spaltmaße ist schon mal ein Thema, wenn man es in die Spitze treibt. Ich behaupte aber mal, dass... Warte, jetzt haben wir hier so einen Schrank zum Beispiel. Wenn wir Schrank gucken, gucken wir lieber auf der anderen Seite, weil da haben wir 2 Klappen, die aneinander laufen. Wenn wir jetzt hier mal sehen, das ist ein Spaltmaß, das läuft wirklich komplett von oben bis unten im gleichen Abstand zusammen. Die Klappen stehen oben und unten stehen die gleich. Wenn ich das Spaltmaß jetzt hier mit dem Möbelkorpus mir anschaue, das ist absolut identisch oder hier vorne an dem Einbauschrank. Wir haben schon eine extremst hohe Möbelfertigungsqualität. Ich behaupte mal, dass wir bis 200.000 Euro im Reisemobilbau-Benchmark im Möbelbau sind. Jetzt ist hier oben das Spaltmaß ist ungefähr 1 mm Abstand. Mhm. Hier unten läuft es auf 0,5 mm. Das wäre noch innerhalb der Norm. Ja, wir dürfen bitte eins nicht vergessen. Wir sind in einem Reisemobil. Ein Reisemobil hat thermische Auswirkungen. Die hast du mit deiner Wohnung nicht. Die temperierst du im Regelfall auf 20 Grad. Und hier müssen zum Teil Spaltmaße etwas größer sein, damit eben das Fahrzeug auch dementsprechend arbeiten kann, wenn es sich eben halt ausdehnt durch Hitze oder eben zusammenzieht, wenn es im Winterbetrieb gebraucht wird. Es sind auch viele Materialien, unterschiedliche Materialien, die im Einsatz sind. Komm, wir gehen mal gerade in die Toilette, dass wir das mal zeigen. Oder weißt du was vorab, wo wir gerade hier stehen? Ja. Zeig mal so einen Auszug, weil das ist phänomenal. Das gefällt mir immer wieder gut, wie ihr Wert legt, hier diese Puffer, die serienmäßig kommen, die habt ihr nicht nachgerüstet. Nein, die sind serienmäßig halt dementsprechend und sorgen dafür, dass eben diese Stange, die den Schrank zuzieht, halt nicht aufrappelt. Hier oben habe ich nochmal den Besteckkasten mit eingearbeitet, ist auch direkt in Holz gearbeitet. Und unten habe ich nochmal einen sehr großen Kasten, wo ich nochmal allerlei
Küchensachen halt eigentlich. Also bei Schmidt Küchen hat sich der Chef mal reingestellt, der wog 80 Kilo. Dafür sind sie jetzt nicht gebaut, oder? Nein, das würde ich jetzt nicht machen. Das ist auch so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn wir von Spaltmaßen sprechen. Wenn ich jetzt hier natürlich jetzt das große und schwere Geschirr reinpacke und die schweren Emailletöpfe, dann ist das ein großes Gewicht. Ich fahre mit dem Fahrzeug ja durch den Straßenverkehr. Ein Reisemobil ist eine Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Das Ding, das wackelt, das rappelt und hier sollen die Spaltmaße dann auf Mühe genau sein, wie bei meinem wie bei meiner Küche, die zu Hause in der Wohnung hängt. Wenn ich das mit meinem Haus machen würde, da würde der Putz platzen, der Fenster würde platzen. Das geht jetzt nicht, weil die Türe zu ist. Warte mal, machen wir auf. Muss die Türe auf? Genau, jetzt geht's schon. Das genau, wenn du mal einmal zeigst, das sind Fliegengitter, ist auch so ein Kritikpunkt, wo die Leute dann in Schweden sind und dann sagen, naja, das ist ja gar nicht dicht. Das habt ihr gelöst, oder? Ja, also das haben wir, ich sag mal, bedingt gelöst. Du siehst, also hier ist schon noch ein kleiner Spalt, der da offen steht. Es gibt Fahrzeuge, da passt das tatsächlich einen Tacken besser. Das ist bei dem Auto nicht so gut. Da können wir aber im Service arbeiten. Da wird die nachgebogen. Ja, genau. Dann wird nicht nachgebogen. Da wird hier in der Leiste wird gearbeitet, die wird aufgearbeitet. Dann stimmt das ganz genau. Okay, also das sind aber so Sachen, wenn der Kunde jetzt hier ist, ich meine, wir reden jetzt hier auf Jammern auf hohem Niveau. Ja. Das Thema fängt aber auch an, wir können das ja mal zeigen. Zeig mal bitte so ein Isolierungspaket, was hier zum Beispiel verbaut wird. Also, wo man jetzt schön direkt drauf schauen kann, wenn ich jetzt hier den Schrank beispielsweise öffne, dann siehst du gleich da unten der Radkasten, der ist mit dem Isolationsmaterial halt sichtbar. Und so, wie man es da an dem Radkasten sieht, ist im Grunde genommen die ganze Blechkarosserie von innen ausgekleidet. Das heißt also, der Boden ist so ausgekleidet, die Wände, das Dach ist so ausgekleidet, komplett schlüssig, so dass ich auch keine Kältebrücken habe, wo dann eben dementsprechend dann Kondenswasser oder sowas. Schönes steht. Detail hier auch, ihr habt nicht nur zwei Schrauben reingemacht, ihr habt 24 reingemacht. Ja. Weil ihr es könnt oder wie? Nee, wir haben ein Abo mit einem Schraubenlieferant und die waren besonders günstig. Nein, das ist tatsächlich so. Also wir legen schon viel Wert auf Stabilität, weil je mehr Stabilität ich in den Möbelbau reinbringe, je ruhiger wird das Fahrzeug. Und das, viele Versteifungselemente. Das ist so, ja. Das sieht man bei den Reisemobilen, sieht man das auch ganz besonders, was für ein Aufwand betrieben wird, ein Reisemobil wirklich dann auch verwindungsfrei in der Karosserie wie auch im Möbelbau zu bekommen. Mhm. Auch der Boden, ich meine, der hier ist jetzt nicht beheizt. Gibt es das als Option eigentlich, beheizten Boden nochmal? Nee, das gibt es nicht. Elektrisch oder so, das brauchen wir nicht. Aber vorne im vorderen Bereich ist er ja beheizt. Also es gibt ja so im Zubehör so Matten, die kann man ins Fahrzeug legen, die sind aber Energiefresser ohne Ende, weil die logisch elektrisch beheizt werden. Ja, gut, wenn ich stehe. Wäre jetzt gut, okay, wenn ich jetzt irgendwo stehe an einem Stellplatz, wo jetzt 220 Volt anliegt, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ich finde es aber nicht so fußbodenkalt. Ich habe meinen Kastenwagen ja auch in der Winterzeit mit einer Zeit genutzt und das war jetzt nicht so, dass man hier. Einen tollen Tipp habe ich im Einsatz. Ich habe einen Heizteppich, 35 Watt. Ja. Der ist 1,20 Meter breit und 30 Zentimeter breit, 1,20 Meter lang. Würde hier passen. 230 Volt kannst du einfach reinlegen. Ja. Der braucht eine halbe Stunde und dann hat er eine Oberflächentemperatur von 32 Grad. Ja, das ist natürlich ideal. Es gibt ja Leute, die haben mit kalten Füßen immer die Probleme. Meistens sind es tatsächlich die Frauen, die dann gerne mit, wenn ich so am PC sitze mit Socken und so. Noch womöglich ins Bett gehen oder so. Aber das ist eine ganz gute Idee. Ich würde es jetzt nicht brauchen, aber wer es braucht, klar, ist das definitiv eine Lösung. Kann man natürlich auch eigentlich nur machen, wenn man wirklich an der Stromversorgung dran hängt. Kann man auch reinlegen, hat 230 Volt. Also wer da mal kalte Füße hat, ruhig mal melden. Dann das Thema Bad, da habt ihr unglaublich viel Hirnschmalz investiert, denn ihr habt eine neue Tür entwickelt. Genau, also zum einen ist die Eingangstür vom Bad, die ist jetzt zweigeteilt hier. Ja, das heißt, die trägt auch nicht mehr nach außen so dick auf, wie das früher gewesen ist. Dadurch habe ich einen etwas breiteren Durchgang hier. Der Knopf ist auch weg, der dicke. Knopf ist weg, genau. Wir haben jetzt hier so eine feine Drückergarnitur. Vorher hatten wir diesen riesen Knauf. Der Weg war da ein bisschen, ich bin einmal dran gestoßen. Also das war schon okay, er sah sehr wertig aus. Ja, aber er war völlig überdimensioniert für so eine kleine Schiebetüre hier. War auch sehr beliebt in deiner Ausstellung, der Knopf. Ja, also ich habe den nie gemocht. Am Anfang war er sogar noch so montiert, da blieb man mit der Jacke hängen, dann hat man ihn nach oben gestellt und jetzt ist er glücklich. Dann wurde er rund und jetzt ist er glücklicherweise ganz weg. Das ist jetzt, finde ich, eine ideale Lösung. Also kann ich jetzt gar nichts dran auszusetzen. Der letzte war auch nicht schlecht, aber man muss wirklich sagen, es sind so kleine Verbesserungen mit drin, aber die größte Verbesserung, die habt ihr wirklich in der Dusche jetzt. Du brauchst keinen Vorhang mehr. Genau, du brauchst keinen Vorhang mehr. Vorher hatte man ja immer diese Falttüren hier, wo man so ein bisschen Tetris-Spiel hatte, bevor man duschen konnte. Jetzt ist das wirklich total easy gelöst. Einmal diesen Vorhang zuziehen, Rollo zuziehen und einmal hier. Und das ist es schon gewesen. Dann
schon, kann ich duschen. Also das geht wirklich super, super schnell. Muss so. Das Klo vorher noch wegklappen. Und wenn ich das Klo natürlich benutze, dann wäre das Rollo, was ja viele, ich sag mal, als Abtrennung, als alleinige Abtrennung benutzen, ja im Weg, weil du brauchst ja jeden Quadratzentimeter, damit du aufs Klo gehen kannst. Genau. Und das Klo ist jetzt komplett eingefahren. Genau, jetzt ist es komplett eingefahren. Das wäre jetzt quasi diese Duschposition, wo ich dann nochmal hier diesen Spritzschutz vorher runterklappen kann. Und wenn ich jetzt halt meine Geschäfte erledigen möchte, dann kann ich das Klo einmal komplett rausdrehen und dann kann es auch schon losgehen. Das funktioniert mit diesem, ich sag mal, mit diesem Spezialmechanismus, das klappt? Bis jetzt noch keine Probleme gehabt, absolut nicht. Okay. So, last but not least ist natürlich das Wichtigste, ist das Thema Schlafen, Schlafkomfort. Da habt ihr, ich sag mal, unglaublich viele Dinge unter einen Hut gebracht. Ihr habt es geschafft, wir haben es eben schon gezeigt, einen Kleiderschrank reinzubringen, wie im großen Karthago. Ja, das ist tatsächlich so. Also unter dem Bett auf der Beifahrerseite ist am Fußraum halt dieses Klappmechanismus. Da habe ich einen riesengroßen Schrank drin. Da geht, glaube ich, jede Jacke, jede Hose in Ausfertigung zehnmal rein. Bleibt selbst stehend. Ja. Denn das Ganze, ihr habt ordentliche Federn verwendet, die auch nicht knarzen. Okay. Habe ich mich selbst hier oben drauf. Das Polster hält auch mit diesen Klettverschlüssen. Ja, ja, also das ist wirklich ausgekügelt. Mach mal bitte zu, ja, gerne. Dass man mal sieht. Also das geht ganz easy. Mhm. Dann kommt es noch besser. Wer also das Gefühl hat, er muss dann wirklich den ganzen Hausstand mitnehmen. Ich zeige das mal gerade. Kann hier direkt drauf zugreifen. Da habt ihr noch einen Zwischenboden mit drin. Und du kommst von innen an den kompletten Stauraum ran. Das heißt... So. Das ist gut, oder? Das ist absolut genial gelöst. Ich muss jetzt, wenn draußen total schlechtes Wetter ist, nicht unbedingt rausgehen. Wenn ich da dran muss, ich habe auf der gegenüberliegenden Seite, habe ich nochmal... Warte, mal, ich komme mal, ja, gerne. Wir tauschen mal gerade. Lass mich das mal machen, weil hier habe ich nochmal einen Riesenstauraum. Ja, der ist wirklich gigantisch. Da könnte ein Kleinkind drin schlafen. Ja, genau. Wenn es offen ist. Der könnte rein theoretisch, also platztechnisch würde es auf jeden Fall gehen, aber ich würde das dann eher als Stauraum nutzen. Mach mir mal einen Gefallen. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß das ist, weil ich einen super Weitwinkel habe. Nein, nicht du sollst nicht reinklettern. Einfach mal den Arm reinhalten. Achso, das kann ich gerne machen. Mach mal bitte, dass man mal sieht. Vielleicht mal ausstrecken den Arm zur linken Seite und da nach hinten einfach mal. Ja, dass man mal den ganzen Arm. Das ist ultra groß. Ja, also das geht ja fast bis zur Hüfte, das Fach hier. Ich habe jetzt leider kein Bandmaß mit, aber geschätzt würde ich sagen, ist es bestimmt ein Meter bis Meter 20. Ich hab's nicht. Ja, Breite ungefähr 50, 60 Zentimeter breit. Ja, in Richtung 60. Also da kriegst du richtig viel rein. Da drunter ist die Heizung. Genau, hier sitzt die Nummer 6 drunter. Ja, da komme ich auch gut dran. Also wenn das braucht man normal nicht öffnen, oder? Nee, also wenn da jetzt mal, ich sag mal, Wartungsarbeit halt dementsprechend ist oder ich müsste die resetten, da muss ich da schon mal dran und deswegen ist dann halt dieses Revisionsbrett. Ja. So, dann, ich sag mal, alles zu Kleinigkeiten, das bleibt alles von selber stehen. Genau. Während der Fahrt muss es aber runtergeklappt werden, oder? Nein, das muss nicht runtergeklappt werden. Ich habe ja die Möglichkeit, beim Malibu wirklich beide Seiten komplett hochzuklappen. Auch diese Metallschienen hier, diese Aluminiumschienen, die hier sind, die kann ich rausnehmen und dementsprechend wegstellen. Und da gibt es dann extra Gurte im Schrank drin, wo ich das Bett dran feststellen kann. Fahrräder, egal was, wenn ich es im Alltag benutze, so kann ich es machen. Ich habe 4 eingetragene Gurtplätze. Mhm. Also ich darf 4 Leute mitnehmen im Alltag, muss man auch wissen, keine 5. Viele kennen ja aus dem Kleinwagen, der hat ja schon 5, aber hier habe ich 4. Nee, 4, ja. 4 Stück. Mhm. Ist das ein 3,5 Tonnen, hast du eben mal geschaut? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, könnte ich auch jetzt gerade von hier drin nicht sehen, müsste aber eigentlich ein 3,5 Tonner sein, ja. So, der hat dann ca. 500 Kilo, glaube ich, Zuladung. Circa, ja. Mhm. Ja, das geht, aber oft verkauft er die dann tatsächlich mit über 3,5 Tonnen, dann kannst du fast eine Tonne mitnehmen, oder? Ja, also wenn einer den Heavy nimmt, der hat ja schon seine Gründe. Entweder, weil er jetzt unbedingt die Sicherheit liebt, dass er sagt, ich möchte die große Bremsanlage haben und die andere Achse bzw. andere Feder hinten drin. Oder es ist halt, dass er von vornherein sagt, ich packe das Auto mit viel, viel Zubehör aus und da kommt man dann irgendwann zwangsläufig in den Heavy-Bereich. Ne? So ist das. Ist das viel teurer, Heavy? Nee, das ist nicht so gravierend, der Unterschied. Guten so. Tausender. Zeig mal dein Brett, bitte. Was soll ich zeigen? Das Brett, sorry. Welches Brett? Das Brett hinten an. Ach, das ist, Entschuldigung, jetzt habe ich aber echt auf dem Schlauch gestanden. Was dann, dein Sohn hätte sofort das T-Shirt hochgezogen, der geht ja zu McFit. Ja, das hätte ich, deswegen konnte ich nicht wissen, was du meinst, also das passt ja überhaupt nicht. Genau, ich habe also hier im Schlafbereich, also im Kopfbereich, habe ich nochmal hier so ein Brett eins drin. Ist also dafür, dass wenn ich hier mit meinem Kopfkissen liege, damit ich das Rollo nicht beschädige oder mir das dann jetzt da hinten runterrutscht. Das Brett ist natürlich auch beweglich, ich kann das hochziehen. Ich komme aber auch so an den...
an die Öffner dran, um das Fenster halt dementsprechend zu öffnen. Gut, er hat jetzt einen Fahrradträger hinten drauf, da geht das nur bedingt. Aber das ist ganz gut gelöst. Hier ist natürlich auch ein Fliegengitter mit eingearbeitet, sodass ich also hier am Kopf eine schöne Belüftung habe. Der hat jetzt auch noch die optionalen Bullaugenfenster drin, die nochmal hier richtig viel Licht und auch die so Preis von den Bullaugen? 690, glaube ich, müssten die wären nochmal zu, da wäre kein Fenster. Da wäre dann ein Fenster beim 640er, ein rechteckiges. Aber die Bullaugenfenster spätestens beim Wiederverkaufs kriegst du wieder dreimal zurück, glaube ich. Oder? Also ich finde, sie sehen absolut cool aus und ich sag mal, es ist auch wirklich eine sehr oft gewählte Zusatzoption, die der Kunde einfach haben möchte. So, machen wir so einen Schrank auf, genau. Mal sehen, auch da hast du viel Platz. Genau. Sag mal, Schrankentfall, sowas habt ihr noch nie gehabt, dass einer wollte? Nee, ist aber auch nicht machbar, also zumindest nicht werkseitig. Ne? Also wir sind ja keine Manufaktur, wir sind ja eine Großserien-Premium-Reisemobil- bzw. Kastenwagen-Ausbauer. Da kannst du jetzt nicht hin sein, den Schrank kenne ich gern und den wiederum nicht oder so. Die Möglichkeit gibt es leider nicht. Gut, ihr habt einen Schreiner, wenn einer sagt, will ich unbedingt haben. Wir können individuell über den Service können wir fast alles machen, sofern es technisch möglich ist. Ich zeig mal, weil er es bezahlt. Er könnte ja auf die Idee kommen, dass er sagt, ich lese so gerne abends, will mich da aufrecht hinsetzen, will es unbedingt machen. Dann sagst du aber, fahr doch erstmal. Überlegst dir nochmal. Oftmals sterben diese Gedanken dann tatsächlich, wenn man so ein Auto mal ein paar Wochen hat. Ja. Ist das so dein Trick immer? Nee, das ist tatsächlich so. Oftmals ich lechze nach den Oberschränken weg und du sagst, aber wissen Sie was, das ist doch gar nicht so wichtig. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es ist nun mal so, das Auto würde sehr lange im Service verschwinden. Das muss man einfach mal so dazu sagen. Und oftmals möchte der Kunde aber erstmal schon mal mit dem Fahrzeug losfahren. Und man stellt dann eben fest, dass tatsächlich die Techniker und Entwickler bei Malibu Gedanken gemacht haben, dass das so dumm gar nicht gebaut ist. Wir haben zwei Schreinermeister sogar bei uns beschäftigt, die im Holzbau wirklich alles möglich machen. So, dann geh mal raus. Du bist Andreas Marein. Das bin ich. Du bist einer der Firmengründer. Du hast noch eine Frau, die dir zur Seite steht, muss man sagen. Ihr seid ein Team von über 30 Leuten. Ja. Du suchst gerade Personal, muss man sagen, denn ihr werdet den Service und Ausstellung, alles werdet ihr erweitern. Genau. Und was sucht ihr zum Beispiel? Männlich, weiblich, divers? Also Servicetechniker, ganz klar für die Wartung und Pflege und Umrüstung der Fahrzeuge. Das ist was, wo wir jetzt akut gerade suchen. Das egal was, das kann kein Elektriker sein, Handwerker, ein geeigneter. Im Reisemobil ist ja, ich sag mal, im Grunde genommen wirklich viele Werke drin verbaut. Ja, du hast hier 12 Volt Technologie, du hast 220 Volt Technologie, du hast mit Gas zu tun, du hast mit Wasser, also Gaswasser zu tun und du hast natürlich Mechanik hier drin. Also wenn du einen Stahlbauer hast, der universell ist. Stahlbauer weiß ich jetzt nicht, ob der so gefragt hat, aber ich sag mal ganz gut ist tatsächlich der Bootsbauer, weil das ist ein Handwerksberuf, der ist von der Innung anerkannt, den kann man lernen. Bootsbauer, wir haben einen Bootsbauer hier beschäftigt, das ist ein richtig guter Mann. Mechatroniker, ganz klar, Karosseriebauer, Maler und Lackierer sind auch ganz gute Leute oder auch Leute, die in der Kfz-Elektrik zu Hause waren. Wenn ich ein echt guter Handwerker bin, also mache sogar eigene YouTube-Videos und so weiter und bin so ein Allrounder, also kann wirklich hervorragend Fliesen legen, kann Elektrik machen, habe jetzt keinen Handwerksberuf gelernt, wollte aber immer mal in die Branche rein. Ist das auch spannend? Das ist auch spannend. Wir gehen allerdings nicht jetzt her, wenn jetzt irgendeiner sich hier bewirbt und sagt, okay, komm, der kann jetzt ja auf die Fahrzeuge los. Die gehen den testen. Die gehen erstmal ins Werk nach Aulendorf in die Ausbildung. Ich habe jetzt gerade zwei Leute wieder in Aulendorf im Werk in der Ausbildung. Aber was lernen die? Also erstmal gibt es die berühmten Schulungen, Weltkampfschulungen, dann gibt es eine Basic-Schulung, Profischulung, das sind drei Stück, die dann aufeinander aufbauen sind, sodass die Mitarbeiter tatsächlich die Fahrzeuge dann auch von Grund auf kennenlernen und auch genau wissen, wenn ich irgendetwas auseinanderschrauben möchte, ist es leider oder was heißt leider, ist es nun mal so, dass ich nicht ein Brett sehe und sage, das schraube ich jetzt los und habe es in der Hand, weil bei uns ist der Möbelbau ineinander verzapft. Da muss man schon wissen, wie funktioniert das Auto, wie ist das Auto zusammengebaut worden, damit man auch dementsprechend, ich sag mal, jetzt nicht sinnlos rumschraubt. Es soll ja danach ein echter Karacho bleiben. Das ist ja auch das Problem, oder? Das ist ganz wichtig so. Ich sag mal, geschraubt ist geschraubt. Das ist einfach so. Aber wenn man schon an so einem Auto schraubt, dann sollte man es zumindest wieder in den Zustand versetzen, wie wir uns das mal in der Fertigung vorgestellt haben. Ja, wir haben heute mal die XL-Version eines Beratungsgesprächs gemacht. Man könnte noch zwei Stunden über das Auto reden. Diesmal Kastenwagen-Special, denn es ist das am meisten wachsende Segment überhaupt im Wohnmobilmarkt. Das ist so, ja. Weil viele sogar hingehen, kaufen sich so einen Kastenwagen, nutzen den sogar als Alltagsfahrzeug. Ja. Auch Firmeninhaber, die sagen, ich bin auf Baustelle und was weiß ich, weil der ist ja sehr kompakt. Ihr habt 6 Meter Fahrzeuge, unter 6 Meter? 5,40 Meter, genau. 45. 45.
50er Malibu. Hm? Der ist dann ganz kurz. Der ist dann 5,40 Meter, genau. Okay, das heißt, ich habe 45. Der hat auch dann einen kürzeren Radstand und damit nochmal einen kleineren Wendekreis. Hast du einen hier eigentlich? Nee, ich glaube, 45 habe ich tatsächlich im Moment gar keinen. Ja, sind die sehr gefragt? Geht so, ja. Okay, also 45er habt ihr auch. Die werden extrem handlich im Alltag. Mhm. Ihr habt 600er, der läuft sehr gut. Der 640er ist euer Kassenschlager, muss man sagen, oder? Ganz genau. Das ist unser Stückzahlenbringer, der 640er. Brot und Butter, 640er. Ganz genau. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus, machen Abmod. Wir sind bei Marein Caravaning. Das ist der mit den roten Schuhen. Das haben wir übrigens in den Videos kaum erwähnt. Ja, das stimmt. Weil es, ich sag mal, auf der Messe ist das immer so ein Gag. Ja. Aber ihr habt tatsächlich alle rote Schuhe an und du hast dir das sogar patentieren lassen, beziehungsweise du hast eine eingetragene Marke drauf. Genau, ein geschütztes Markenzeichen, das haben wir über unseren Patentanwalt als Marke schützen lassen und wir sind auch, glaube ich, die einzigen, die ein Kleidungsstück für Beratungsgespräche im Reisemobilbau als Marke haben schützen lassen. Das funktioniert sogar. Es gab dann jetzt dieses Jahr mal den einen oder anderen Kollegen, der mit roten Turnschuhen rumlief. Die sind dann freundlich abgemahnt worden. Okay, du bist ein netter Kerl, merke ich. Ja, aber also an dem Punkt verstehe ich dann keinen Spaß. Wir geben sehr, sehr viel Geld für Marketing aus im Jahr. Und es ist nun mal ein Markenzeichen von uns. Und da muss dann einer eben auf andere Ideen kommen. Meine, so ist so. Ein Blaulicht auf dem Kopf oder so. So, cool ist, du bist alleiniger Malibu-Cartago-Partner. Mhm. Du hast die Werkstatt, wir haben es schon gehört, komplett geschult da drauf. Ja. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe so ein Malibu, ich will mal zu euch in Service kommen. Nehmt ihr nur Leute, die Autos, die bei euch gekauft worden sind? Nein. Wir nehmen alle Fahrzeuge von Kunden, die auch woanders die Fahrzeuge gekauft haben. Das ist halt oftmals so. Stellenweise sind Fahrzeuge auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gekauft worden, von privat an privat. Oder also wer das sieht, das Video und sagt, ich will einen erfahrenen Händler haben. Das ist überhaupt kein Problem. Der kriegt doch jetzt da nicht eine Wartezeit von 8 oder 9 Monaten. Der wird genauso behandelt wie jeder andere Kunde auch. Also 3 Monate. Nee. Um Gottes Willen, da liegen wir tatsächlich drunter im Moment. Ich sehe da sogar eine Chance drin, wenn ich einen Kunden heute im Service vernünftig bediene und das über eine lange Zeit, der wird zwangsläufig, wenn er irgendwann mal ein neues Auto kauft, dann auch an mich denken. Ja, Cartago gibt es ja erst seit 2017. Nee, seit 79. Genau, zeig mal, was haben wir hier für ein Schätzchen? Das ist ein Cartago Liner Deluxe 82 QB. Das Auto steht auf einem MAN-Chassis. Der müsste 2012 oder 2013 sein, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und der steht auf dem MAN-Chassis, 12 Tonnen, 240 PS. So, hier vorne haben wir noch einen sehr schicken. Der gefällt mir extrem gut, weil das Auto wird wahrscheinlich noch mal 200.000 Kilometer fahren. Und das ist jetzt auch ein 213er. Der ist jetzt in Zahlung gekommen? Der ist in Zahlung genommen worden, genau. Das ist ein T143 müsste das sein. Genau, und das ist ein 12er oder 13er Baujahr. Ja. Nimmst du mit Kusshand gerne in Zahlung, wenn einer auch ein Malibu hat, auch wenn er ihn einfach nur verkaufen möchte, kein neues Auto, gerne mal anrufen. Ja. Kostet 49.450. 12 ist er, ja. Genau. Erste Hand. Das Auto ist erst Hand, Scheckheft gepflegt und der ist auch von innen wirklich wie geleckt. Das Auto ist sensationell gut gepflegt. Das heißt, der Aufbereiter werden bei euch arbeitslos? Werden bei uns arbeitslos, wenn nur solche Autos auf den Hof kommen. Aber trotzdem geht durch jedes Fahrzeug bei uns der Aufbereiter durch, der das Auto dann auch dementsprechend von Grund auf reinigt. Guck mal, und das war damals so. Es hat sich viel getan, muss man sagen. Ja. Aber die Grundwerte sind erhalten, wie das Heck zum Beispiel. Modellpflege auch bei Cartago sehr, sehr dezent. Das sind die aktuellen. Guck mal. Das hält ja auch die Gebrauchtwagenpreise so hoch. Jetzt klar, das neue Heck ist natürlich noch mal wesentlich angenehmer und sieht wesentlich homogener aus. Ja, aber so sah das Auto noch vor 2 Jahren im Grunde genommen grob von hinten aus, der C-Tour. Ne? Ja, und hier vorne sieht man, das sind die Teilintegrierten, die teilweise investiert auch viel Geld in Design. Ist ein Thema, muss nicht jedem gefallen. Nee, also wo wir jetzt hier gerade laufen, das sind Gebrauchtwagen. Da haben wir leider nicht so viele von. Ich glaube, wenn wir zusammenzählen, kommen wir auf irgendwie um und bei 10. Normalerweise haben wir so 45, 50 Gebrauchtwagen da, aber auch der Markt ist leergefegt. Sehr schön. Aber hier steht übrigens gerade, weil wir von Gebrauch sprechen, hier steht tatsächlich ein C-Line, ein 4.9 auf Mercedes-Benz. Ich glaube, der ist gerade 1 Jahr alt, hat super wenig gelaufen, schon als Gebrauchtwagen. Montagswagen? Nee. Der Kunde hat bei uns einen E-Line gekauft, einen 64er. Also jetzt ist mit einem Dreiachser unterwegs. Der hat sich einfach vergrößert in der Cartago-Familie. Okay. So, das sind, warum ich so kritisch in der Frage ist, so immer, die Leute unterstellen, du bist ein guter Verkäufer, aber ich sag mal, ihr kocht ja auch nur mit Wasser.
Wasser. Ich verkaufe ja gar nichts. Ich persönlich, bei uns auf dem Handelsplatz, ich verkaufe nicht. Ich habe hier 4 Verkäufer, die sind mit dem Verkauf beschäftigt. Ich bin aber da, ich bin also auch für jeden Kunden ansprechbar. Das ist überhaupt kein Thema. Das Einzige, wo ich aktiv verkaufe, ist auf Messen. Also klassisch Stuttgart oder halt Düsseldorf. Sehr schön. Andreas Marein, ja, ich danke dir recht herzlich. Heute am 10. November 2021, einer der sonnigsten Tage überhaupt. Man hat gar nicht das Gefühl, dass bald Winter ist, oder? Nee, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Wetter. Wenn du jetzt heute nicht hier wärst, dann wäre ich auf dem Motorrad. Ja. Ja, so ist es. Danke. Tschüss fürs Einschalten. Ciao, ciao. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach Aldenhofen in der Nähe von Aachen. Einfach eingeben. Karthago Center West. Hier vorne steht es drauf. Marein Caravaning. Gebrauchter Malibu hier. Das sind Gebrauchte. Ja, keine Angst. Ich glaube es. Nee, alles gut. Ciao.